Guten Morgen, Köln! Hey, Morgen! Ihr seid hier mit dem Digitalbus. Was ist Digital to School? Wir haben ein Busprojekt gestartet, weil wir es leid sind, dass die Schulen mit der Digitalisierung nicht nachkommen. Christiane kann weitermachen. Genau, die Idee ist im April entstanden, 2017, in einem Flixbus auf dem Weg von München nach Berlin. Und da habe ich mich gefragt, weil ich selber ein Jahr lang im Unterricht war an einer Münchner Schule und dort kein WLAN stattgefunden hat und der Overhead-Projektor noch war, wie geht es eigentlich anderen Schulen? Wenn das jetzt München schon gewesen ist, was muss passieren? Und deswegen die mobile Lösung. Und ihr plant, das Internet oder die digitale Bildung in einem Bus in die Schule zu bringen? Ja, also wir wollen keinen Reisebus, einen Linienbus nehmen, hätten wir gerne, das ist unser Wunsch. Und vollgepackt mit Geräten, Konzepten, Trainern, alles was man dazu braucht. WLAN natürlich auch, weil wir möchten völlig unabhängig sein von der Infrastruktur der Schule. In welchem Stadium befindet sich dieses Projekt gerade? Also wir überlegen noch ganz intensiv, welche Partner wir mit ins Boot holen, weil alleine stemmen wir das schon mal gar nicht. Deswegen Digitalisierung der Schulen, das ist auf jeden Fall eine Partnersache, die alle angeht. Und und deswegen das Geschäftsmodell muss sich auch mit diesen Beratern, also es sind ja 5 verschiedene Bereiche, die wir unter einen Hut bringen. Das ist einmal der Bus transportiert, quasi einen Modelllernraum, digitalen Lernraum und der funktioniert auch nur mit Partnern. Also wir kümmern uns um IT-Ausstattung, Fortbildung der Lehrer. Wir wollen die Schulen untereinander vernetzen und die Lehrer auch miteinander vernetzen, was auch noch nicht so richtig stattfindet. Es geht auch ganz stark quasi um ein Gesamtbild. Also letztendlich, wie stellen wir den Schulen bestmöglich quasi Lösungen vor? Und wo sie sich letztendlich entscheiden können und bedienen können, was für sie der bestmögliche Weg in dem Bereich ist. Die Fragen müssen sie sich aber erstmal selber stellen. Also wie fangen wir an quasi? Und helft ihr denen, die richtigen Fragen zu stellen? Also wir sind ja noch am Anfang und wir sind am Überlegen, ob wir nicht ein Tool einsetzen, also einen Fragebogen. Also wir müssen schon hingehen, fragen, telefonieren und schon abfragen, wo steht ihr, wo stehen die Lehrer? Was meint ihr, was braucht ihr? Weil ich glaube, sie wissen es nicht, was sie brauchen. Weil sie sagen dann, wir wollen digitalisieren. Aber was ist das genau, weiß keiner. Also wir wollen da schon ganz weit unten ansetzen. Was ist der nächste Schritt? Weltherrschaft? Also erstmal vor der Weltherrschaft, glaube ich, die Didakta. Das ist schön, wenn wir dort diesen Bus präsentieren könnten, weil dann wird das Thema auch zum Greifen nah und die Lehrkräfte, die vor Ort sind und sich im Bereich Digitalisierung eben auch umschauen, können dann wirklich auch in diese Lernlandschaft quasi eintauchen. Mhm. Also, vielleicht sind wir die beiden dann auf der Didakta in Hannover. Vielen Dank euch beiden. Und tschüss. Ciao.